Ein großes Stelldichein des historischen Tirols gab es heute in Meran. Zu Ehren Andreas Hofers rief der Schützenbund auch heuer wieder zur Landesgedenkfeier mit einer prominenten wie umstrittenen Gedenkrednerin. Die Organisatoren sagen, es waren heute wohl mehr als 1500 Schützen in Meran in Gedenken an Andreas Hofer. Aus Schloss Nemantua vor 213 Jahren, von Franzosen vom Feind. Der Feind sehe heute anders aus und verhalte sich auch anders, aber es gibt ihn noch, sagt heute die Gedenkrednerin Gudrun Kofler. Kofler ist die Nichte von Eva Klotz und sitzt seit Herbst im Tiroler Landtag für die FPÖ. Auch zwanghafte Diktionen jeglicher Form gehören heute zur Feindesschar. Ebenso wie die Angriffe auf die traditionelle Familie, die Verächtlichmachung unserer Bräuche oder die zügellose Massenmigration aus falsch verstandener Toleranz. Die zwanghafte Diktion, damit meint Kofler Binnen-I und Gender-Sternchen. Das brauche es nicht, sagt sie. Die Doppelstaatsbürgerschaft dagegen schon und die rücke wieder näher, denn die FPÖ sei im Aufwind. Ich kann mit Sicherheit sagen, wenn die FPÖ wieder in die Regierung kommen sollte in Österreich, wird die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtirol bestimmt wieder aufgegriffen. In Tirol ist Kofler mit der FPÖ in der Opposition. Im Sommer kritisierten sie dort viele Parteien als radikal oder rechts, nach umstrittenen Äußerungen zur Gesellschaftspolitik. Der Schützenbund hält mit der Einladung zur Gedenkfeier dagegen. Dem kann ich eigentlich nichts abgewinnen, ich weiß auch nichts darüber. Für mich ist es unumstritten. Als Wahlempfehlung für die Südtiroler Freiheit bei der Landtagswahl im Herbst will man die Einladung Koflers jedoch nicht verstanden wissen. Nein, das hat jetzt damit überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, vordergründig war bei der Auswahl entscheidend, dass sie den Gesamttiroler Geist verkörpert und das dienen auch wir und deswegen haben wir sie eingeladen. Diesen Gesamttiroler Geist spürten heute natürlich die Schützen und auch ihre Gäste aus Politik, Ehrenamt und Gesellschaft.